Fast jeden Morgen strahlt die Sonne für den Etappenstart des Audi Mileage Marathons. Von Sedona in Arizona geht es heute bis nach Las Vegas. Die Tour ist vor 9 Tagen in New York City gestartet und wird am Wochenende in Los Angeles eintreffen. Über 180 Teilnehmer aus aller Welt sparen Kraftstoff um die Wette. Unterwegs sind sie mit Audis jüngsten TDI-Motoren im A3, A4, Q5 und Q7. Der Q5 feiert dabei eine Weltpremiere. Zwar ist der kleine Bruder des Q7 noch nicht auf dem Markt, 7 Stück jedoch sind beim Marathon bereits mit dabei. In Seligman, an der historischen Route 66, steht dieser legendäre Barbershop. Angel Delgadillo ist der Besitzer. Der 81-Jährige rasiert immer noch selbst und hat inzwischen 61 Jahre Rasurerfahrung. Erst habe ich die High School abgeschlossen, dann ging ich ans American Pacific Barber College im kalifornischen Pasadena, machte anschließend meine Ausbildung in Williams, Arizona an der Route 66 und eröffnete dann meinen Billard- und Barbershop am 22. Mai 1950. 1972 bin ich dann auf dieses Grundstück gezogen und da bin ich heute noch. Doch der aufgeweckte Mann rasiert nicht nur, er ist außerordentlich geschäftstüchtig, betreibt neben dem Barbershop einen Touristenladen und hat sich vor allem um die Wiederbelebung der Route 66 verdient gemacht. Ab dem 22. September 1978, circa 3:30 am Nachmittag, ist man um uns herum gefahren, weil der Freeway eröffnet worden war. Für 10 Jahre lang war diese Stadt tot, wahrhaftig tot. Ich habe den 14 Leuten dann gesagt, wie ich glaubte, die Wirtschaft wieder auf die Route 66 zurückzubekommen. Wir baten einfach den Staat, die alte Route zur Denkmalroute zu machen. Und der Rest ist Geschichte. Es war ein großer Kampf, bis der Staat uns endlich zuhörte, aber mit hartnäckigem Engagement, Entschlossenheit und großer Sehnsucht bekamen wir die Behörden dazu, uns zuzuhören und zum Beispiel diesen Abschnitt hier bis Kingman, Arizona zum Denkmal zu deklarieren. Und so sind die verbleibenden Abschnitte der Mother Road, wie Amerikaner die Route 66 auch nennen, heute Anziehungspunkte für Touristen und Nostalgiker. Karge Landschaften begleiten die Teilnehmer des Mileage-Marathons auf dem Rest der Strecke, die über den Hoover-Damm nach Nevada führt. Von hier ist es bis Las Vegas nicht mehr weit. Und manche Teilnehmer haben ihr Auto, ganz nach amerikanischer Manier, mit Accessoires ausgestattet, um auf dem Las Vegas Strip auch ganz sicher aufzufallen. Und auf der morgigen Etappe stehen neben dem Kraftstoffsparen wieder landschaftliche Highlights im Vordergrund. United Pictures TV.